Deshalb haut sich dauernd irgendwo die Hufe an. Also Fleck haut sich dauernd irgendwo die Hufe an. Amelie macht. Schön. Dieses Hufheben, ey. Das gibt's nicht. Hä? Vorn zurück, hä? Auf und ab gehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Longe. Helfer? Nee. Nee. Ha! Glück gehabt. Das dachte ich schon. Ja. Genau. Das Fohlen hat das mal wieder am Maul wahrscheinlich. Oder unterm Kinn festgeklebt. Wie auch immer. Was ist das? Das könnte... Das ist vorsichtige Aufsicht. Ja. Dann noch das Hufeheben. Was hat so mit dem Hufeheben? Das gibt es nicht. Ja. Heute aber mal drei verschiedene Farben. Sau hübsch. Das ist auch cool, wie die Katze dazwischen rutscht. So. Wir verdienen damit ordentlich Kreuzer, ne? Das ist schön. Müssen wir heute unbedingt noch Dressur hinbekommen. Machen wir kurz nochmal Pflege. Dann, wie gesagt, Dressur, um damit wir wieder hochkommen irgendwie. Und dann machen wir nochmal Kommunikation und Erziehung. So, dann geht das. Draußen scheint die Sonne, wir brausen das Pferd ab, damit es an Kraft gewinnt. Obwohl es schon alle Kraft der Welt hat, aber egal. Damit das nicht wieder ins Gesicht geht, drehe ich das Pferd hier mal um. Das wird zu doof. So. Wo war es gerade? Thank you.
lassen das Pferd auf die Weide für eine Sekunde und dann gehen wir schon wieder, ne? Wie das halt immer so ist bei uns. Und wir müssen im Stall abermals aus. Und ich wette, wir beginnen diese Aufnahme wieder im Stall. Also die nächste Aufnahme wieder im Stall. Weil ich es kann. Und weil es immer so ist. So. Bis natürlich auf die, die mitten in der Aufnahme... Also, ja klar, mitten in der Aufnahme abbrechen, klar. Aber mitten in der Filmsequenz abbrechen ist auch immer sehr schön. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, immer vor der Filmsequenz einzustellen. Geht das auch nicht, manchmal kommen Filmsequenzen zu überraschend. Das ist unglaublich. Schön daneben, egal. Ich kann es halt einfach nicht. Dressur. Ich werde wieder umfailen, aber das ist ja nichts.